Hallo. Es gibt sie auch, die Frauen in der Logistik. Ich freue mich, hier heute sprechen zu können und die erste Frau in der Männerriege zu sein, die jetzt das Start-up hier vorstellen darf. Docs Innovation ist im Bereich der Intralogistik tätig und wir haben eine Lösung für etwas, wo man sagen kann, das ist etwas, was so ein bisschen daran liegt, dass in der Logistik die Prämisse herrscht, never change a running system. Wir wissen das alle, die Margen sind gering, die Prozesse sind sehr eng durchgetaktet und eigentlich kann man sich es nicht erlauben, dass da ein Körnchen im Getriebe die Abläufe stört. Das führt dazu, dass wir in der Intralogistik eine Bestandserfassung haben, die so aussieht. Menschen laufen durchs Lager, haben Checklisten dabei, häufig Papierlisten und gleichen manuell Bestände ab. Das heißt, sie müssen Barcodes einscannen oder sie müssen zählen. Und man kann sich vorstellen, dass das extrem ineffizient ist und auch nicht besonders genau. Das führt dazu, dass Bestandserfassung häufig nur einmal im Jahr gemacht wird. Und das Problem ist, dass diese Bestandserfassungen dadurch dann sehr ungenau sind, dass die Bestände im Laufe der Zeit abnehmen und wir am Ende, bevor die nächste Inventur ansteht, teilweise nur noch eine Bestandsgenauigkeit von um die 40% haben. Wir haben massive Umsatzverluste, die dadurch entstehen, weil wir Paletten abschreiben müssen, bei denen wir nicht wissen, wo die sich befinden. Und wir haben die Herausforderung, dass die Bestände entweder zu knapp sind, das heißt, wir können unseren Kunden nicht beliefern. In der Corona-Pandemie haben wir dieses Thema bei einem großen Hersteller und Lieferanten von Möbeln gesehen, wo Leute teilweise bestellt haben, kilometerweit gefahren sind, um ihre Sachen irgendwo abzuholen in einem Lager und dann die Information bekommen haben, es tut uns leid, es ist doch nicht da. Wir können uns vorstellen, dass wir Endkunden dadurch sehr schnell verlieren, aber auch im Produktionsbereich ist es eine große Schwierigkeit, wenn wir nicht genau wissen, was wir haben, weil wir einfach unsere Produktion nicht optimal planen können und wir dadurch einfach massive Störungen in den Prozessen haben. Docs Innovation entwickelt automatisierte Lösungen, die teilweise drohnenbasiert sind. Hier sehen wir zwei der drohnenbasierten Lösungen, die vollständig automatisiert in der Lage sind, Bestandserfassungen in den Leerlaufzeiten im Lager zu machen. Und damit schlagen wir eigentlich gleich oder erfassen wir gleich zwei Probleme auf einmal. Das eine Problem ist, wir können wirklich Leerlaufzeiten in den Lagern nutzen, die es gibt, beispielsweise nachts oder am Wochenende. Und wir haben keinen Operator und keine Person mehr daran gebunden, diese nicht wertschöpfende Tätigkeit auszuüben. Besonders bei dem zunehmenden Fachkräftemangel, den wir in der Logistik sehen, ist das ein Riesen-Benefit, weil ich kann dieses System abends anschalten, kann sagen, mach mir eine Inventur von Gang 1, 2 und 3 und am nächsten Morgen komme ich ins Büro, setze mich an den Computer, schaue mir die Daten an und weiß ganz genau, wo habe ich Fehler in meinem Warenwirtschaftssystem und was muss ich korrigieren. Der Vorteil ist, dass dann die darauffolgende Schicht nicht mehr nach Paletten suchen muss, die sie nicht finden. Wir haben keine Verzögerung mehr im Fulfillment. Die Lkw-Fahrer müssen nicht mehr warten, dass sie beladen werden. Und am Ende haben wir einfach die komplette Störung in der Supply Chain, die durch ungenaue Bestände entstehen, korrigiert. Es funktioniert im Außenbereich und im Innenbereich, in Palettenregallägern und in Blocklägern. Gerade im Blocklagerbereich, im Außenbereich ist die Bestandserfassung noch schwieriger als im Innenbereich, weil wir dort, wenn wir Produktionslagerstätten haben, wo Container dicht an dicht gelagert sind, überhaupt keine Möglichkeit, manuell Bestände zu erfassen. Da haben wir teilweise eine Datenqualitätssteigerung von 80% und die Zeitersparnis ist verständlicherweise auch extrem hoch. Das soll aber nicht alles sein. Die Mission von Docs ist nicht nur diese Hardware-Lösungen anzubieten, sondern am Ende alle Lösungen in einer Plattform zu vereinen und damit einen digitalen Zwilling des kompletten Lagerbestandes zur Verfügung zu stellen, sodass man sowohl für sich selber seine Prozesse optimiert planen kann, aber auch den Kunden stets ein aktuelles Abbild seines Lagerbereichs zur Verfügung stellen kann. Dankeschön. Dankeschön, Maike Federmann.